Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal in dieser verlassenen Fabrik unterwegs, die gar nicht so verlassen ist, weil die noch von Umbrella benutzt wird. Und ihr seht, es ist die letzte Karte. Das heißt, wir bestehen kurz vorm Finale. Und ja, das wird spannend auf jeden Fall. Aber jetzt waren wir hier erstmal an einem Rätsel angekommen, weil wir müssen diese Tür da oben öffnen, die mit einem System geschützt ist. Gucken wir mal in ein Gerät, mit dem man die Wasserqualität prüft. Man braucht wohl eine Wasserprobe. Die Wasserprobe haben wir hier. Würde ich sagen, machen wir das mal. So. Ein Gerät, mit dem man die Wasserqualität prüft. Da kamen irgendwelche Sounds. Möchten Sie es arbeiten lassen? Ja, mach mal. Ah ja. Welchen Bereich möchten Sie anpassen? Ich glaube... ich glaube, ich weiß tatsächlich schon, wie es funktioniert. Wir müssen einfach das so abbilden, dass, wenn wir das da oben haben, 3 als erstes, das war unten, auch 3 als erstes haben. Das wäre dann also C nach links. So, guckt mal. So. Weil da haben wir nämlich tatsächlich, wir müssen an der zweiten Stelle diese Lücke lassen. Dann mach mal links. So. Genau. Das heißt jetzt aber, wir haben jetzt die ersten 3 Töne schon mal. Wir müssen nochmal schieben. Oder? Nee, das war falsch, verdammt. So, wartet mal. Wartet mal. Passen wir mal Bereich... Nein! Ach, ich wollte B. So. Nummer B. So, dann machen wir den einfach mal einmal nach links. Dann haben wir die bis dahin schon mal gut. Aber das ist dann jetzt wieder doof. Das ist dann jetzt wieder blöd. Prüfen. Ja, guckt mal. Weil wenn wir jetzt hier... Das deckt sich ja bis dahin, aber dann nicht mehr. Das Ende deckt sich auch. Weicht von der Probe ab. Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen Hirnschmalz reinpacken. Okay. Machen wir nochmal A. Dreh das mal nochmal nach links. Zweimal bitte. Oder dreimal. So, dann können wir das erstmal so lassen. Dann müssten wir B nochmal anpassen. Links. Links. Dann nochmal nach links. Okay, ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, Freunde. Verdammt, nein, das muss so bleiben. Oder? Nee, das muss wieder nach rechts. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber ich finde das ein cooles Rätsel. So. Zurück, da müssen wir unten nochmal anpassen. Nee. Wartet mal, da ist doch noch... So muss das doch bleiben. Dann müssen wir unten anpassen. C... Den dann nach links schieben, weil wir müssen diese Muster nämlich decken. Ah, nee, das passt auch nicht, wegen dem B. Okay, zurück. Oder A nochmal verschieben? Nee, das A, das passt, denke ich. Das A passt. Das A passt. Nein, zurück. Da müssen wir jetzt nur noch B anpassen. Und das dann einmal nach links drehen.
Nee, nochmal nach links drehen. Scheiße. Was zur? Warum denn? Okay. Dann drehen wir es nochmal ganz oft nach links. So, dann haben wir da jetzt 2, 1, 3, 1, 2. Das passt! Das passt! Stopp! Prüfen! Prüfen! Das passt! Ja! Sehr schön! Sicherheitsprüfung der Wasserqualität bestanden! Ah, die Tür ist jetzt offen. Sehr gut. Alles klar, und der Krach ist weg. Ah, nee, okay. Das Schloss wurde anscheinend geöffnet. Ja, perfekt. Bestanden. Dankeschön. Danke, dass ihr mich hier bestehen lässt. Gut, Freunde, dann haben wir hier unten tatsächlich jetzt nichts mehr. Wir haben tatsächlich jetzt nur noch oben diese zwei Türen. Aber wir haben ja noch diese eine Tür da. Ah ja, gucken wir mal, was noch in der einen Tür da ist. Oh Gott, das geht, glaube ich, jetzt echt schnurstracks aufs Finale zu hier. Viel ist hier tatsächlich nicht mehr zu tun und ich bin gerade am Überlegen, ob ich mich schon ausrüsten soll dafür. Wir haben ja auch noch diesen Laborschlüssel. Wartet mal, Freunde, da gehen wir jetzt nochmal hoch gleich. Ich gehe jetzt noch nicht in diese Tür da rein. Diese Sicherheitstür. Jetzt sind hier die Viecher wieder. Nee, komm, dann lass die hier. Komm. Hier müssen wir nämlich nie wieder hin. Hä? Was ist denn da noch? Wartet mal. Da ist doch noch so ein... Hä? Oder komm, oder bin ich dahergekommen? Ah, verdammt. Hä? Nein. Hier geht's noch hoch. Oder was ist das? Ach nee, das sieht nur so aus. Ach, verdammt. Ja, komm, dann mach es weg. Jill, dann mach es weg. So, das ist eklig. So. Oh, ich würde so sterben, wenn ich von so Würmern umgeben wäre, ey, echt. Das wäre überhaupt nichts für mich. Richtig eklig. Aber okay. Hä? Jetzt sind die Nackt-Zombies wieder hier. Warum das denn? Ja gut, dann... Ich hab mich wieder selber drauf geballert, ne? Das kann ich ja am besten hier. Oh Gott. Schießt da einmal mit einer Granate rein, ich glaube. Ah, verdammt, nein. Die schießt nur einmal. Oh Mann. Ah, jetzt nicht von Zombies plätten lassen hier. Aua! Ey! Ey, Jill! Komm, nee, 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 nicht von Zombies. Das kann doch nicht sein. Schieß da rein, Mann. Nee, die trifft nur einen. Oh Gott, wo kommen die denn auf einmal her? Was soll denn das? So. Meine Güte, ey. Wo kommen die Zombies wieder her? Hab ich die nicht eben kaputt gemacht? Ihr Penner, echt. So, was hat's denn mit diesem System hier auf sich? Das Gerät ist für die Untersuchung schmutzig arbeiten, was er nicht mehr. Es zeigt eine Fehlermeldung an. Ja, aber kann ich hier nichts machen? Es wird einer eklig ausriechenden Flüssigkeit gefüllt. Oh Gott. Wo kamen die Zombies nochmal her? Ja, es ist okay, kommt. Ist okay. Wir haben noch ein paar Heilungen. Dann fahren wir wieder mit diesem Dino Crisis Aufzug nach oben. Und dann laufen wir mal an der Tür vorbei, weil es gab da noch eine Tür, die wir noch betreten müssen. Und zwar dieses Rolltor. Ne? Hier hinter ist ja die Tür, die wir jetzt aufgemacht haben. Oder gehe ich erstmal noch nicht hin? Ich möchte erstmal noch einmal nochmal zurück, Jill, wenn ich darf. Darf ich noch einmal zurück?
Ich bin jetzt nämlich echt unsicher, ob wir das schon uns da vorbereiten müssen fürs große Finale. Ich weiß es nicht. Boah, die Musik ist gerade ziemlich creepy hier. Das hier, was ist denn das hier? Hä? Dort ist ein Kartenlesegerät. Nee, kann man nicht. Da müssen wir tatsächlich da rein, okay. Was ist denn das überhaupt für eine Tür? Da geht's irgendwie zu einem Aufzug oder so. Wie sieht's bei uns gerade heiltechnisch aus? Ja, sollte passen, kommt. Wir haben jetzt immer noch diesen Laborschlüssel hier. Wartet mal, da hinten war ja noch der Aufzug, ne? Da brauchen wir aber auch den Laborschlüssel. Ach, okay, wir brauchen diesen Laborschlüssel also. Hm, okay, dann würde ich da jetzt mal reingehen. Und mal gucken, was sich jetzt dahinter befindet und was die da so krass gesichert haben. Das ist ja schon echt nicht mehr feierlich, ne? Wie krass die da die Tür gesichert haben. So. Ach du Kacke. Ein etwas größerer Raum. Nein, nicht... Jill. Nicht wieder raus. Ich weiß, dass du Angst hast, aber... Nee, ich glaube, ich habe mehr Angst als du, aber... Wir müssen da jetzt zusammen durch. Komm. Ach ja, da freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. Resi 3. Ja, ich bin gespannt, was jetzt hier noch abgeht. Was ist denn das hier? Die Innenseite der Wand liegt hier offen. Es hat sich offenbar jemand an den Kabeln zu schaffen gemacht. Die Kabel. Also, was ist das denn? Was ist das? Das sagt sie gar nichts. Oh Gott, ich will da gar nicht. Kannst du da rein? Du kannst da rein, okay. Oh Gott! Boah, ich mich... Alter, ich mich erschrocken. Boah, Nikolai. Mein Gott. I made certain none of the other supervisors survived. Since I'll be the only one who knows what really happened, I'll have more bargaining power when it comes to discussing my bonus. Then why kill me? I'm not on their payroll. Okay, what you eliminated for reasons of their own. The amount is modest, but there is a reward to be claimed upon the confirmation of your death. That's great, except I have no intention of contributing to your retirement fund. Was zur... Oh Gott, was war das denn? Ja, Nikolai will seine Rente aufbessern, indem er uns killt. Aber... Was war das da schon wieder für ein Vieh? War das Nemesis? Ich will es hoffen, aber Nemesis ist nicht ein großer Kühlschrank. Kratzspuren deuten darauf hin, dass irgendetwas versucht haben muss, ihn von innen aufzubrechen. Oh Gott. Wartet mal, Freunde. So. Ja, Nikolai, Mensch, da hast du mich aber eben schön erschrocken, du. Das scheint ein Teil der elektronischen Ausrüstung zu sein. Es sieht nichts verdächtig aus. Was zur... Oh. Krass. Bitte eine Sicherheitsteste zur Entriegelung. Diskette zur Entriegelung einlegen. Okay, hätten wir das jetzt verhindern können, dass Nikolai stirbt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne? Die Tür ist fest verschlossen. Da brauchen wir also eine Systemdiskette. Ja, die haben wir im Inventar. Hätten wir das verhindern können, dass jetzt...
Wartet mal, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder. So, Freunde, da bin ich jetzt wieder an der Stelle und ich möchte jetzt mal direkt dahin. Nee. Okay, das kann man also nicht verhindern. Ich hätte jetzt erwartet, dass man das verhindern kann, aber... Nikolai ist tot. Ja, krass. Okay, ich habe jetzt natürlich die Systemdiskette wieder vergessen. Gut, ich bin nicht traurig, dass er tot ist, ne? Aber ich hätte ihn schon gerne gerettet, weil je mehr Leute wir haben, desto besser. Gibt's denn da nichts? Was ist denn das für ein Dampf hier? Ah, das ist der Kühlschrank, okay. Irgendetwas versucht haben muss, ihn von innen aufzubrechen. Okay, dann konnten wir tatsächlich Nikolai davor nicht beschützen. Alles klar. Naja. Er wollte sich seine Rente aufbessern und ist dafür gestorben. Ja. Okay, Nikolai. Dass er aber auch nicht mal das hinterfragt. Also, ich weiß nicht, dass er nur nach der Kohle geht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, Freunde, holen wir uns die Diskette aus dem Inventar. Und ich weiß nicht, sollen wir uns jetzt schon so krass vorbereiten für das Finale? Ich würde sagen, ich speichere hier einfach nochmal. Einfach mal manuell speichern. Weil ich bin mir nicht sicher, wie viel jetzt noch kommt. Deswegen speichern. Ja, der Speicher ist, komm. Damit wir die Sicherheit haben, dass wir hier noch einen Speicherstand haben. So, im Wohnzimmer wird das letzte Mal gespeichert. Geil. So, der Ruheraum. Alles klar. Weil ich gehe jetzt erstmal ohne Vorbereitung da rein. Ich habe irgendwie Schiss, dass das jetzt schon das Finale wird, wenn wir die Diskette da einsetzen müssen. Weil das mussten wir ja bei Leon in Resident Evil 2 hatten wir auch die gleiche Diskette. Und da ging es dann zum Finale. Aber das kann es ja eigentlich noch... Was mache ich denn jetzt? Das kann es ja eigentlich noch gar nicht sein, weil wir haben ja noch Schlösser für diesen Laborschlüssel. Für diese Schlüsselkarte. Deswegen... glaube ich nicht, dass wir da... Wartet mal! Mir fällt hier noch was ein. Geh noch mal runter, Jill. Weil wir konnten doch da unten den Schlüssel benutzen. Wartet mal, was hat's denn damit jetzt auf sich? Das möchte ich jetzt aber noch mal probieren. Geh noch mal runter. In diesem Raum, wo wir das Rätsel am Anfang der Folge hatten. Ne? Wartet mal. Da gehe ich jetzt noch mal hin. Weil da konnten wir ja auch den Schlüssel einsetzen. Da ja jetzt die Wasserqualität gut ist, denke ich mal, dass wir da vielleicht was machen können. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Jetzt rennen hier wieder die Zombies rum. Nein! Geh weg, du Zombie-Viech. Ach, verdammt, Alter, verschieß halt die Muni, komm. Verschieß halt die Muni. Der eine hat einen kritischen abgekriegt, okay. Das ist sehr gut. Und der andere, da rennt jetzt noch einer rum. Warum rennt jetzt noch einer hier rum? Ich hab euch doch alle kaputt gemacht. Da kommen noch mehr. Habe ich Shotgun nicht dabei? Nee, leider nicht. Ah, das war ein kritischer. Da unten. Warum steht ihr immer wieder auf? Was seid ihr für Zombies? Aber klar, ihr seid die Nackten. Ne? Das ist klar, dass ihr wieder aufstehen müsst, ey. Dieses, auch dieses komische System da oben. Was hat's damit auf sich, verdammt nochmal? Ich möchte hier nochmal echt kurz bevor ich da reingehe, nochmal gucken, ob wir hier noch was mit dem Schlüssel machen können. Ich meine, da laufe ich jetzt einfach vorbei. Komm, da laufen wir jetzt vorbei. Das müssen wir nicht haben hier. So. Geh hoch. So, gehen wir nochmal in diesen Rätselraum zurück. Weil
Irgendwie macht das gerade keinen Sinn. Es gibt ja nämlich noch dieses andere Schloss. Dieses andere Schloss da mit dem Rollgitter. So. Geh bitte nochmal dahin und setz nochmal den Schlüssel ein. Was hat es denn damit auf sich, dass man hier einen Schlüssel benutzen kann? Aber das war das überhaupt hier unten? Nee, das war gar nicht hier. Das war im Safe-Raum war das. Ach Gott, das war im Safe-Raum. Ah, jetzt bin ich falsch gelaufen. Ja, ihr merkt, ich will doch nicht ins Finale, aber... es rückt immer näher, das Finale. Hier war das doch. Da ist nichts. Hä? Bin ich jetzt völlig... völlig plemplem? Oder wo war denn die Stelle, wo man jetzt hier noch den Schlüssel einsetzen konnte? Wartet mal. War das nicht hier? Das war doch hier. Man konnte doch irgendwo den... Nee, hier haben wir diese Wasserprobe gekriegt. Da ist nichts mehr. Gediente Instrumente. Nee, dann war das hier gar nicht. Sorry, Freunde, wenn ich euch da auf den unnötigen Weg mitnehme, aber irgendwo konnte man das doch machen. Das war doch bei dem... War das jetzt... Nee. Ich bin gerade am Überlegen, echt, wo das war, sagt mal. So. Da laufen wir natürlich wieder dran vorbei, ne, ist klar. Wo war denn das, wo man den Schlüssel einsetzen konnte? Ich bin doch nicht verrückt. Ich bin doch echt nicht verrückt, jetzt sag mal. Wo soll das gewesen sein? So, jetzt sind die Nackten aber weg. So, hier oder was? Kann man hier den Schlüssel benutzen? Nee, kann man nicht. Die Diskette? Nee, okay. Nee, hey, dann war das gar nicht hier. Och Mann, dann habe ich Munition verbraucht. Ach. Ja gut, okay. Weil wir haben ja noch dieses Rolltor. Ich möchte da unbedingt rein. Ich weiß nicht, was da ist. Also jetzt kommen wir wirklich in den Bereich, wo ich null Ahnung habe. War das vielleicht hier irgendwo? Dass das hier war. Hier läuft irgendein Überwachungssystem. Ja, okay. Gibt's hier im Schrank noch irgendwas? Nee. Frage mich gerade, wo das gewesen sein soll. Bin ich gerade unsicher, tatsächlich. Hier sind wir ja reingekommen. Genau, dieses Tor meine ich. Da ist ein Kartenlesegerät. Das geht nicht. Und ansonsten, hier können wir nur raus. Wo war denn das? Ich bin gerade total verunsichert, aber ist in Ordnung, Freunde. Wir gehen jetzt da rein. So, wir gehen jetzt einfach da rein. Beziehungsweise, wartet mal, ist das der Aufzug hier, ne? Schlitz für eine Schlüsselkarte. Hä? Ach. Stopp, ich bin wieder falsch hier. Oh Gott, ich bin jetzt total durcheinander. Ja, wir müssen die Sicherheitsdisk, verdammt. Oh Gott. Was? Wir sind ja total falsch. Oh Gott. bisschen Laufwege. Ja. Ist noch einmal zurück in das Gebiet. Verdammt. Tut mir leid. Ich bin hier halt nicht. Ich weiß halt nicht mehr, was hier abgeht. Aber in Ordnung. Dann hängen wir hier ein paar Minuten halt noch dran. So. Geh bitte hier hinten in diese große Tür. So.
Ja. Und gucken wir mal, was da passiert. Alles klar. So, hier. Hier muss doch jetzt diese Modisk rein. Genau. So, was passiert dann? Dann geht aber auch nur dieses Schloss auf. Ja. Was haben wir hier jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das denn jetzt? Um Himmels Willen. Da ist Nemesis. Oh Mann. Ja, scheiße, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Freunde, null. Ey, der kann nicht mehr. Oder was? Was? Ich hab nichts gemacht. Aha, was ist das jetzt hier? Der Fluss lässt sich nicht drehen. Was ist das hier? Nemesis! Oh Gott. Hä? Was ist denn das jetzt? Hier. Der Verschluss lässt sich nicht drehen. Das ist jetzt Kacke. Was ist das denn jetzt? Lässt sich nicht drehen. Warte mal. Oder müssen wir den einfach... Ich habe auf jeden Fall... Ah! Jetzt! Lässt sich nicht drehen. Okay, aua! Gelb. Da bin ich jetzt natürlich null drauf vorbereitet, ne? Oh Gott. Oh Gott. Was soll denn das jetzt? Komm, wir zerstückeln Nemesis hier gerade. Gott. Ich habe gerade keine Ahnung, was hier abgeht. Ja, okay. Aua! Ja, toll. Freunde. Verdammt. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns da gleich wieder. So, Freunde, da bin ich wieder. Ja. Was ist denn das jetzt? Verdammt nochmal. Oh Mann, ey. Bitte sofort evakuieren. Ja, jetzt haben wir wieder diese lange Cutscene hier. Ja, komm. Nemesis, ja, ich weiß, du bist ein ganz geiler Typ, ne? 4 Minuten Zeitcounter. Was zur Hölle? Gut, wir müssen auf jeden Fall auf diese Dinger schießen, glaube ich. Ja, er macht es auf. Da kommt da heißes Öl oder so raus. Okay, jetzt weiß ich's wie. Okay, dann. Schieß doch da drauf! Was machst du denn, Jill? Warum schießt sie nicht da drauf, sagt mal. So, jetzt. Okay, und hier weg. Und weg. Da hinten drauf. Genau. Und jetzt kommt hier das Öl raus, ne? Okay. Nemesis, ja, der steht noch auf. Der kann nicht mehr. Guckt euch den an. Der kann nicht mehr. Okay, nachladen. Vielleicht kriegen wir den ja so, wer weiß. Okay, aua. Okay, und... Alter, schieß da drauf, vielleicht... Gefahr, boah, das war knapp. Okay, und schieß da drauf da. So, und lass das Öl laufen. Oh, verdammt. So. Oh Gott, ultimative Schlacht jetzt gerade hier. Hä? Guckt euch seinen Kopf an.
Der Kopf fehlt. Wartet mal. Ich guck mal gerade, ob wir den hier so kriegen können. Guckt euch das mal an. Kriegen wir den jetzt hier hin oder was ist hier los? Scheiße. Okay, der ist. Ah, komm mal her. Ah, guck mal hier. Da sind dann noch drei Stück da. Hey, das ist cool, ey. So, der Verschluss lässt sich nicht drehen. Das ist eine coole Szene jetzt gerade. So. Oh nein, komm schon. Komm jetzt hier raus. Oh Gott, das ist ja eklig gerade, ey. Echt eklig. So, okay. Da kommt jetzt Öl raus. Leben tut da noch. Wir haben noch eine Minute. Ich weiß nicht, was es hier mit auf sich hat, Freunde. Echt nicht. Was ist jetzt mit dem Typen? Der Typ ist da, ja, aber... Oh Gott. Aua. Komm, du musst doch umkippen. Ey, ist er... Oh Gott, ja, toll. Er ist... ich bin... Oh, ich bin hier total am Krüppeln. Ey, keine Chance. Ich muss wahrscheinlich... Oh Gott. Ja, ich bin kaputt. Ich bin tot. Ich bin tot. Das bringt ja gar nichts hier. Ja. Gut, Freunde. Interessant auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir müssen tatsächlich hier versuchen, diese Öl-Dinger zu benutzen. Okay. Da müssen wir den Nemesis mit diesen Öldingern im Arsch machen. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Genau. Also einfach da drauf, einfach drauf schießen. Gut. Dann haben wir hier. Komm, Nemesis, komm her. Komm, schieß doch da drauf. Was hast du denn, Jill? Ach, Mensch, Jill. Das, die schießt nicht da drauf. Aua. Oh, Junge, du bist doch brutal. Du bist doch brutal, Junge. Steh auf. Oh Gott. Alter Schwede. Ja, mit einer Heilung ist das aber auch gerade ein bisschen scheiße, muss ich sagen. So. Da kommt jetzt das Öl raus. Nehmen wir es, komm her. Na toll. Na komm. So, Nemesis, komm her. Komm her. Komm, geh da rein. Verdammt. Was zur Hölle? Ich hab hier voll Schiss, ey. Okay, und lauf raus. Ah, warum? Jetzt lässt er sich nicht mehr anlocken hier, ne? Der lässt sich nicht mehr anlocken. Die schießt aber auch nicht auf die Teile. Was ist das denn? So. Jetzt aber hier. So. Verdammt. Nee, der will nicht. Der hat keinen Bock. Der hat gerade keinen Bock. Das ist aber auch ein scheiß System, muss ich sagen. Also irgendwas ist hier komisch. So, jetzt. Aua. Ja, schmeiß mich nur weg. Nee, irgendwie will das nicht klappen. Warum funktioniert das nicht? Warum geht das nicht? Verdammt nochmal, ey. So, das muss doch jetzt klappen. Es geht nicht. Jetzt geht es.
Nee, der kommt aber nicht. Komm her! Das ist aber auch pixelgenau, ne? Nee, irgendwie, Freunde, ist das komisch gerade. Das ist gerade verdammt komisch. Nee, dann zielt sie da hinten. Ah, okay, ich verstehe, Freunde. Dann zielt sie da automatisch drauf. Alles klar. Nemesis, komm her! Nee, der... Der will nicht. Und der Counter läuft ab. Ah, jetzt. Okay, jetzt kommt. Da, okay. Er wurde einmal getroffen. Ja, eine Minute noch. Komm her. Komm her. Oh Gott, ja, jetzt bin ich wieder rot, ne? Verdammt. Das müssen wir nochmal wiederholen. Was ist das denn für ein System hier? Was ist das denn für ein System? Ne, okay. Da rennt er dann im Weg rum. Aber warum... Warum zieht sie denn jetzt da hinten drauf? Was macht sie denn jetzt? Na, jetzt zieht sie da drauf, ne? Toll. Tolles System, ey. Dummes System. So. Nehmen wir es. Verdammt. Aua. Kollege, ey, was ist los mit dir, ey? Oh, du triffst mich aber auch immer. Schlag ruhig eine Frau, ey. Oh, diesmal nicht. Ja, der ist gar nicht so blöd, wie man sich, wie man das immer denkt, ne? Der ist gar nicht so dumm. Ah, ja, der ist gar nicht so dumm. So, jetzt. Hä? Also das System check ich nicht. Sorry. Dann schieß halt mit dem Granatenwerfer drauf. Das System check ich gerade nicht. Was ist das? Und? Ja, genau. Das muss ich mir vielleicht irgendwie in einem Video angucken, wie man das macht. Jetzt steh doch auf! Wie funktioniert dieses Kacksystem? So. Nemesis. Komm her. Und. Ja. So. Und jetzt kannst du schön hier verölen. So. Verölen. Alles klar. So, den haben wir. Nächstes. Nächstes Ding. Nächstes Teil. Komm her. Komm her, Nemesis. Aua. Aua, warum trifft das nicht? Jetzt zieht sie da hinten drauf. Aua. Oh, komm, 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 komm. Und weiter drauf. Ah, verdammt, ey. Ja, nee, es klappt nicht. Irgendwie komisch, ja? Komisches System hier. Aber okay. Der Verschluss lässt sich nicht drehen. Das versuche ich jetzt tatsächlich noch. Ach Gott, ey. Verdammt nochmal. Was ist das denn hier? Das ist so voll komisch, Freunde. Echt. Die zielt nicht auf das Ding. Steht sie nicht auf. Steh auf. Ach, mein Gott. So, jetzt Nemesis. Da zielt sie wieder nicht drauf. Da zielt sie wieder nicht drauf, ne? Jetzt aber. Komm, und raus hier. So, lass ihn da versauern. Hallo. Na toll. Da zielt sie wieder nicht. Die zielt nicht. Ja, klar. Naht noch nach, ey. So, und hier. So, jetzt. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Action. Action-Part hier.
So, Freunde, ich versuche das jetzt so lange, bis ich das schaffe. Diesem System hier. Verstehe ich. Dieses System ist so komisch. So. Da zielt sie wieder nicht drauf. So, jetzt. So. Komm her. Komm her. So. Alles gut. Ich bin jetzt hier in diesem großen Raum. So, also das heißt, wir müssen ihn tatsächlich ein paar Mal treffen. Aua. Nein. Nein. Jetzt. Aha, jetzt. Okay, raus hier. Raus hier. Nicht du. Boah. Oh, Freunde. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Okay, jetzt. Und drauf. So. Komm her, Nemesis. Oh. So. Meine Güte, ey. Der gibt aber auch nicht auf, ne? Jetzt zieht sie wieder da drauf, warum auch immer. Ja, komm doch her. Komm doch her, Kollege. Komm her. Was macht er denn jetzt? Jetzt zielt sie da hinten drauf. Nemesis. Aua. Komm doch her. Ich habe keine Ahnung. Also, es ist irgendwie... irgendwie komisch gerade. Es ist so beknackt, echt. Das ist doch so bescheuert. Er wankt auf jeden Fall. So, jetzt. Und raus hier. Raus hier, Jill. Oh, das kann nicht sein. So, haben wir ihn. Oh, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wie auch immer, ey. Und da ist eine Umbrella-Karte. Oh Gott. Alles klar, wo ist jetzt die Umbrella-Karte? Über dem roten Bereich. Ich kann gar nichts machen hier. Und der Alarm, der ist irgendwie ziemlich laut gerade. Was war das denn? Gefahr, ja. Ich habe nichts, womit ich mich hier irgendwie heilen kann. Oh Gott. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, was ist das? Das ist ein Kartenlesegerät. Okay, wir haben die Umbrella-Karte. Und raus hier. Verdammt nochmal, ey. So. Verdammt nochmal. Och nee, was ist jetzt? Ach, was ist jetzt? Oha, doch großes Finale. Okay, oder? Nein, es läuft noch kein Counter. Ich schlepp mich jetzt erstmal hier zum Safe-Raum. Werd mich heilen. Und dann machen wir tatsächlich die nächste Folge, das große Finale. Es tut mir leid. Aber, ja. Oh, geile Musik. Was ist das denn jetzt? Och, nee, keine Zombies! Keine Zombies jetzt hier! Warum sind... warum Zombies? Okay, Granatenwerfer und einfach drauf schießen. Ah. Nein. Okay. Ach, Gott sei Dank. Zum Glück habe ich hier gespeichert, ey. Warum kommen da noch Zombies? Damit doch keine Zombies mehr kommen. Das ist doch nicht mehr wahr hier. Alles klar, aber wie gesagt, Freunde, ich muss nur zum Safe-Raum kommen. Alles Weitere kommt dann beim nächsten Mal. Ich muss nur hier irgendwie... Da kommen dann nochmal Zombies. Das ist mir jetzt egal mit dem Granatenwerfer. Ich bin im roten Bereich, ich muss hier nur durch. Ich muss hier... Kommen hier nochmal die Nackten, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Alter.
Ja, klar. Klar, kommt. Da kommen noch mal die Zombies, ey. So. Da ist noch einer. Alter Schwede. Mann. Was macht ihr mit mir? Und der steht noch auf, ne? Der lebt noch da hinten. Das ist mir jetzt egal. Ich muss nur irgendwie zum Safe-Raum kommen. Verdammt nochmal. Der liegt noch. So. Nein! Nein, was machst du denn? Kick ihm den Kopf weg. Das ist jetzt gerade echt spannend, ey. Oh Gott. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Folge vorher schon kaputt gemacht. Jetzt habt ihr eine überlange Resi-Folge. Aber okay, es ist halt am Ende jetzt, ne? Okay, ich bin kurz vorm Safe-Raum. Oh Mann. Okay. Wir haben es geschafft, Freunde. Das heißt, wir müssen da... Oh Gott. Wir müssen da beim nächsten Mal tatsächlich... diese beiden Wege überprüfen. Na Gott sei Dank. Okay, wir haben die Umbrella-Karte. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt eine Dreifachheilung. Das ist mir scheißegal mit den grünen Kräutern. Heil dich. Oh, Gott sei Dank. Dann gehen wir mit einer Heilung ins große Finale. Ja, das kann es dann werden, ne? Gut, Freunde, dann bereiten wir uns hier nochmal drauf vor. Großes Finale, das heißt... Magnum, die 10 Freeze-Granaten und das war's. Mehr hab ich nicht. Oh Mann, ey. Ja gut, aber am besten nicht ganz voll machen. Oh Mann. Okay, Freunde. Dann werde ich die Schrotmuni hier lassen. Und okay, Freunde, dann würde ich sagen... Jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.